Nach der jüngsten Rallye gibt der deutsche Aktienindex DAX zum Wochenauftakt leicht nach und sinkt zur Eröffnung um 0,3% auf 17.075 Punkte. Analysten machten dafür die Inflation in den USA verantwortlich, die hartnäckiger sei als zunächst angenommen. Zudem würden einige Anleger kurzfristige Gewinne mitnehmen, hieß es. Der DAX schaut diese Woche vor allen Dingen auf die Konjunkturdaten. Der IFO-Index kommt rein, der wird jetzt nicht prickelnd sein. Wenn wir Glück haben, ein bisschen Stabilisierung. Die amerikanische Wirtschaft wird auf schwachem Niveau sich auch langsam stabilisieren. Das ist positiv. Sie schaffen ja das berühmte Soft Landing, die Amerikaner. Aber wichtiger ist für den DAX einfach die Frage, wann kommen die Zinssenkungen? Aber die Hoffnung ist da. Es wird zwar noch etwas dauern, aber man weiß, gerade bei der EZB gibt es die zwei Lager. Weil die einen, die strikt sagen, weiterhin Inflationsbekämpfung, aber der andere Teil wird größer. Die sagen, wir haben eine schwache Konjunktur, wir müssen die Zinsen lockern. Und das hilft natürlich dem Aktienmarkt. Zuletzt hatte der Industrieverband DIHK vor der größten Wirtschaftskrise in Deutschland seit mehr als 20 Jahren gewarnt. Die Bundesregierung müsse jetzt handeln, fordert Halver. Ich bin der Meinung, dass die Schuldenbremse früher oder später schmelzen wird wie Eis in der Sonne, weil die ganze Welt investiert in Rüstung, in Infrastruktur, in Klimaschutz, in die Verbesserung der Standortbedingungen. Schauen wir nach Amerika, was da an Geld ausgegeben wird. Das müssen wir genauso machen, ansonsten haben wir wirtschaftlich eher verloren. Zum Abschluss der vorherigen Handelswoche hatte der DAX den zweiten Tag in Folge eine neue Bestmarke aufgestellt und war zwischenzeitlich bis auf 17.198,45 Zähler gestiegen.